Guten Tag und herzlich willkommen zurück zur fünften Staffel von Stranded Alien Dawn. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Kurz vorm Ende des Winters haben wir natürlich nochmal einen extremen Kälteeinbruch, sodass uns höchstwahrscheinlich sämtliche Pflanzen jetzt kaputt gehen. Vielleicht haben wir aber auch Glück und die kommen durch. Ich hoffe es mal sehr. So, wir sind weiterhin dabei, hier unser Gebäude auszubauen, unser Haus auszubauen. Dafür müssen wir allerdings mehr Holz haben. Und das pflanzen wir hier momentan an. Das würde, wenn die erstmal alle gesund sind, wenn die erstmal alle bereit sind, dann geht es hier richtig rund. Und dann können wir hier aber schon mal anfangen, weiter vorzubereiten. Denn ich glaube, sonst brauchen wir im Grunde genommen nirgends Holz. Schon wieder ein Angriff? Sag mal, die Angriffe, die kommen jetzt aber wirklich, wirklich häufig. Es sind nicht viele Tiere, die angreifen, aber es sind häufige Angriffe. Hier werden wir das Verwerten dann mal kurz lassen. So, dann pennt man noch ein bisschen. Und gegen 5 Uhr ziehen wir euch dann mal hier nach vorne. Wobei, machen wir mal besser 4 Uhr. Ihr müsst euch ja hier drunter stellen, ne? Kommt mal hierher. So, ihr mal hier drauf. Und ihr mal hier drauf. So. Vanessa auch noch mit nach oben. So, wunderbar, wunderbar. Silvester wollt ihr feiern, könnt ihr machen, aber nicht jetzt, sondern erst nach dem Angriff nach Möglichkeit. So, dann greift mal an, Freunde. So, immer mal bewegen, ne? Wer kommt denn da angeflogen? Ah, da. Zack. Ach, ich mag die Tiere hier. Die Geier warten schon, ne? Die wissen schon, wo es gleich wieder frisches Fleisch gibt. 2400. Mal Insektenfleisch haben wir noch. Das ist mehr als ausreichend, würde ich sagen. Aber was ist denn hier noch dabei? Haben wir irgendwas Großes? Ja, hier sind die ganz großen von denen, die lohnen sich auf jeden Fall. Die Brutmutter nehmen wir auch mit. So, gut, wunderbar. Ihr könnt mal jetzt alle schon mal nach vorne kommen hier, würde ich sagen. Guck mal, die sind alle gefangen, das ist ja gut, ey. Stellt ihr euch mal alle hier hin. So. Einberufung aufheben, einmal alles mitnehmen, was wir so nehmen können. Das sind nur die malen Scherenhänder. Na gut, dann nehmen wir nur die Brutmutter mit. Ich glaube, das wären die Großen. Habe ich mich wohl verguckt. Dann nehmen wir nur die Großen mit. Weil wir haben ja mehr als genug Fleisch, aber bei den Brutmüttern ist recht effizient. Da müssen sie recht wenig tun und bekommen ziemlich viel Fleisch bei raus. Schon wieder was kaputt hier. Die Dinger sind einfach ständig kaputt. So, haben wir eigentlich schon einmal Öl gemacht? Nee, wa? Doch, 20 auf Lager. Warte mal, dann können wir jetzt hier neue Rezepte ausprobieren. Haben wir schon ein meisterhaftes Steak? Meisterhaftes Steak haben wir schon. Flambierte Früchte. Hier hatten wir doch... Ich bin doch ein Trottel, ey, ne? Ich wollte doch sagen, wir hatten doch irgendwo schon eine. Ja gut, habt ihr mich mit Sicherheit auch in den letzten Folgen schon drauf hingewiesen? Moment mal. Aber da sind gar keine Aufträge drin. Schön, also wir haben zwar eine, aber da ist noch nichts. Ja, okay, alles klar. Gut, alles klar. Okay, gut, ja, alles klar. Flambierte Früchte. Pilzkroketten. Pilzkroketten dürften wir eigentlich noch nicht haben. Weil da brauchen wir das Öl für. Bis 3. Dann machen wir hier Pilzkroketten, okay. Schmackhaft. Brot dürften wir eigentlich auch noch nicht haben. Bis 3. So.
Gut, 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 gut. Hier brauchen wir auch kein Öl für. Hier brauchen wir Öl für. Fleischeintopf. Bis 2. Ja, nur so ein bisschen, ne? Frohes Neues, Leute. Frohes Neues. Veggie-Eintopf. Bis 2. So. Gut. Gucken, was sie dann dazu sagen, ob es ihnen dann ein bisschen besser geht. Ja, hier ist natürlich alles kaputt gegangen. Hier sämtliche Felder sind jetzt aufgrund der Kälte. Ach, schade. Schade, schade, schade. Die waren hier gerade das hier. Das war fast erntereif. Naja. Naja. Nicht so wild. Schlückchen Kaffee, dann ist die Welt direkt wieder besser. Gut. So, hier wird fröhlich gebaut. Bäume wachsen natürlich auch immer weiter. Wir dürften, wie gesagt, demnächst jetzt auch an den Punkt kommen, wo wir immer ausreichend Holz haben. Weil so viel ist dann hier auch nicht zu bauen. Wir werden die Dächer, wie gesagt, alle in eine Richtung orientieren, würde ich sagen. Machen wir auch einfach mal... Welche... Bretter hatten wir, ne? Bretterdächer. Dann werden wir einmal hier kommt. Ach so, verdammt. Wir können die Treppe. Die müssen wir jetzt hier erstmal wegnehmen. Ich erinnere mich. Die müssen wir. Dann gleich erst bauen. Das geht so nicht. Ach, guck mal, Fleischeintopf direkt mal gemacht. Herrlich. So, da ist nämlich die Reihenfolge wichtig. Ich vergesse es immer wieder. Jetzt können wir hier nämlich einmal das Dach hinziehen. So. Und jetzt können wir da wieder eine Treppe hinbauen. Aber das machen wir erst gleich. Dann können wir einmal hier noch das Dach kopieren und uns einmal nach hier durchziehen. Zack. Jetzt gucken wir mal, wie viel hier denn... ja, hier haben wir das Problem, ne? Warte mal, 3 mal 3? Das sind auch 3? Das ist ja wunderbar. Dann können wir immer 3 machen, ne? So. Und hier auch nochmal 3. Ja, das sieht doch ganz cool aus. Vielleicht lassen wir das Gebäude auch aus Holz. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wieso ist denn da keine Tür drin? Hä? Beziehungsweise, wieso ist denn hier keine Wand drin? Habe ich da die... Nee. Mhm. Ja. So, hier muss noch eine Tür rein. So, dann können wir hier einmal die Dächer drüber zimmern. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt aber natürlich da wieder die Treppen hinsetzen, ne? Jetzt müsste es eigentlich gehen. Und zwar... hier Treppen. Aus normalem Holz. Einmal hier. Einmal da. Einmal hier. Und einmal dort. Sehr schön. Hier hätte ich natürlich auch offen lassen können, ne? Der Flur müsste ja hier gar nicht zu sein, aber machen wir einfach mal, weil aus Gründen von Temperatur. Vielleicht... Wieso ist das hier jetzt so andersfarbig? Man weiß es nicht. Vielleicht haben wir so mehr abgeschlossene Räume. Nicht, dass wir dann sonst irgendwo ein Problem bekommen mit nicht abgeschlossenen Räumen. Und dann wird er nicht geheizt oder gekühlt. Und so weiter und so fort. Wäre natürlich schlecht. Vicente ist unbewaffnet. Ach, verdammte Axt. Wir haben vergessen, ihm die Waffe abzunehmen.
Müssen wir mal immer dran denken, ne? So, dann kriegt er noch ein Pulsgewehr. Dann müssen wir hier auch mal sehen, dass wir hier mal vorankommen, ne? Pulsgewehr geht, Railgun geht nicht, wegen fehlenden CPUs. Heißt, wir müssen einmal auf CPU-Jagd gehen. Supercomputer. Jack, auf geht's. Holen wir uns nochmal die CPUs ab. Und dann müssen wir bei dem einen oder anderen, müssen wir tatsächlich das Erstellen mal ein bisschen nach oben setzen, würde ich sagen. Jack ist bei 3. Jack ist bei 3. Ach, guck mal. Rita fängt hier auch direkt mal an. Schön, schön, schön. Hierfür brauchen wir allerdings Anfertigung 5. Ja, ja. Ja, aber Jack wird da ja auch noch hinkommen. Supercomputer, CPU-Kerne. Ja, die verletzen sich dabei einfach nicht. Ich bleib dabei, das liegt an Quinn. Quinn verletzt sich einfach. Ständig. Ist ein Tollpatsch. Liegt wahrscheinlich daran, dass er so schnell arbeitet. Aber dann, wie gesagt, halte ich das nicht für effizienter. Der ist zwar schneller von der Expedition zurück, aber bringt jedes zweite Mal so im Schnitt, bringt er nichts mit. Dann kann ich genauso gut auch einfach jemand anderen schicken, verbrauche weniger Sprit und bringe jedes Mal was mit. Beziehungsweise bedeutend häufiger zumindest. So, 3 CPU-Kerne haben wir. Sehr schön. Dann kann hier nämlich auch die Railgun einmal hergestellt werden. Die wird dann hoffentlich auch hergestellt. Demnächst mal. So, geforscht wird auch momentan überhaupt nicht. Die sind alle zugange am Tun und am Machen. Da können wir mal gucken, wie wir da eventuell hier und da nochmal ein bisschen was verbessern können. Forschen wäre natürlich jetzt insgesamt relativ wichtig. Wer ist denn momentan so der Beste? Rita ist momentan am besten, was die Forschung angeht. Dann würde ich sagen, wir setzen mal Rita hier auf 1. Die soll erstmal forschen. So, und ihr seid jetzt hier fröhlich am Craften. Natürlich, Rita, die craftet jetzt hier natürlich. Gerade fröhlich vor sich hin. Ja, cool, ey. Wurde jetzt ja sogar ein bisschen geforscht. Witzig, da sage ich es einmal und dann geht's rund. So, die synthetischen Sachen, die können wir jetzt hier mal rausnehmen. Zack. So, lassen wir das. So, wie weit sind wir jetzt hier? Bei 50%. Ja, weil die brauchen wir definitiv. Wir betäuben die zwar ununterbrochen, aber... Wobei, hier schießen ja zwei auch mit Sniper-Gewehren, aber der Jack, der soll auf jeden Fall auch noch eins bekommen. Der soll auf jeden Fall auch noch eins bekommen, damit es mal richtig rund geht da bei einem Angriff. Okay, Bäume sind alle gefällt. Uns fehlen nochmal 1428 mal Holz. Wird ja aber auch dann gleich erledigt. Dürften gleich wieder soweit sein. Würde auch sagen, Jack, dem geht's ja momentan so gut, ne? Wobei, wir können auch einfach mal ein bisschen craften lassen, ne? Rita forscht jetzt einmal durch. Edmund, Vertragsangebot. Weiß ich nicht, was er kann. Ist natürlich günstig. 72.000 für 2 Jahre ist natürlich sehr, sehr günstig. Gucken wir uns einfach mal an, was er kann. Nicht wahr? Nicht, dass wir den bräuchten, aber wir gucken uns das einfach mal an. Der Edmund. Wir gucken sie uns alle an und lassen dann einfach jemand anderen gehen. So, da ist er. Edmund, lass dich mal angucken, mein Freund. Edmund mag. Erstmal eine Jacke haben. Da kriegt man auch eine Kohlenstoffweste. Dann freut er sich direkt. Und einen Kurzbogen kriegt er auch. So, siehst du? Da würde er zufrieden sein. Also, du, Anbau findest du doof. Und ansonsten, ja, sieht alles nicht so gut aus, ne? Entspannt sich beim Schreiben von Kurzgeschichten, die andere beim Lesen inspirieren. Toll. Schnellschläfer. Rastet doppelt so schnell. Gierschlund wird 25%. Ganz ehrlich, Edmund. Ganz ehrlich. Nee. Edmund kann auf jeden Fall wieder weg.
Der kann definitiv wieder weg. Den werden wir aber beim Anfertigen, Schneidern und so weiter und so fort, werden wir ihm mal ein bisschen... Ah, der ist... Ah, guck mal, der ist hier beim... Aha. Dann werden wir mal Erforschen auch noch mit reinnehmen. Der ist ja ganz gut, was das angeht. Dann können wir Rita wieder rausnehmen. Machen wir das so. Ja gut, Edmund, der bleibt jetzt eben 2 Jahre, aber dann können wir den... Dann können wir den auch wieder wegschicken. So, wir gucken mal, ob wir vielleicht irgendwo nochmal hier jemanden kostenfrei kriegen oder so. Vielleicht haben wir Glück. Vivian craftet hier, sehr schön, sehr schön. Kana zieht hier durch. Ach, guck mal, wir haben schon ein Snipergewehr auf Lager. Na dann, Jack. Er nehme sich die Raygun. Guck mal, mussten wir in diesem Winter gar nicht die Öfen anmachen. So, angepflanzt ist auch. Sehr gut. Wir gucken die Ausrüstung nochmal durch. Tja, Racker. Nö. Rita, gut, der Helm, den könnten wir mal austauschen, ne? Hier, das T-Shirt sieht nicht gut aus. Kannst dich auch mal anziehen. Hier, die Pistole ist gar nicht gut. Du kriegst erstmal nochmal eben Kurzbogen. Hier T-Shirt, hier Kohlenstoffweste und jetzt mal gucken, was wir so zerstören können. Der Hut kann weg, der Bogen kann weg, die Hosen können weg, Pullover können auch alle weg, die Hose kann weg, die Pistole kann weg, die Schüchen können weg, Mütze, ja, alles weg damit. Wird ja eh gleich neu geschneidert. Aber dann aus Carbon. Wobei wir Carbon jetzt momentan nicht viel haben, ne? Wird aber glücklicherweise produziert. Das ist gut. So, schön. Dann geht's jetzt wieder fröhlich ans Eingemachte hier auf den Feldern. Ans Ausgebrachte. Sehr gut. Ach guck mal, 1, 2 Bäumchen können auch schon wieder gefällt werden. Aber der muss doch reichen, der Wald. Ne? Also klar, jetzt momentan, hier wächst natürlich jetzt momentan erstmal ein bisschen. Können wir die düngen? Nee. Hätte mich jetzt auch spontan etwas gewundert. Apropos düngen, das tun wir schon, ne? Hier, Getreidegrasfeld. Weiß ich gar nicht, ob wir das müssen, ehrlich gesagt. Ob wir uns das nicht vielleicht sparen können. So, Ende des Winters. Einmal überprüfen, rohes Essen. Fleischbeeren haben wir keine mehr. Glitzerkappen haben wir auch keine mehr. Wir haben eindeutig zu wenig Gemüse. Wir müssen uns ums Gemüse kümmern. Dann würde ich sagen, wir nehmen mal hier Getreidekolbenfeld, nehmen wir mal raus und verändern hier mal auf die Fleischbeeren. Weil Getreide kriegen wir ja über die 2 Felder ausreichend. Vermute ich. Hoffe ich. Leinblütenfeld sieht gut aus. Edmund forscht und forscht und forscht. Aber der soll sich mal da... Den nutzen wir einfach mal dafür, ne? Der soll sich da mal schön ranhalten. Jetzt gucken wir nochmal, wer ist denn hier fürs... Oh, aggressive Tiere. Wer ist denn hier fürs Erstellen so zuständig? Vivian. Vivian ist eigentlich... Sobald sie nicht mehr schneidern muss und nicht mehr kochen muss... Ja. Ach, guck mal, direkt um die Ecke. Ja, ist ja auch gut, ne? Ja, das ist ja auch gut. Oh, hier guck mal, wieder ein bisschen Holz. Schön, schön, schön. Warten auf die Ernte ist das hier momentan. Auf die Holzernte. So, kommt mal her. So, das dürfte jetzt ja ganz gut weggehen hier. Wie viel Sprit haben wir aktuell? 68 nur?
Kann das sein, dass wir einfach hier so viel Sprit verbrauchen? Für die Kohlenstoff-Nanoröhrchen? Hm. So, warte mal. Nee, hier euch Sniper hätte ich ganz gerne einmal im Visier. Ihr schießt mal darauf, bitte. Oha, knappe Kiste. Jetzt schießt ihr einmal hier rauf. Ja, gut. Von mir aus schießt einfach auf irgendwas. Das ist hier ziemlich egal, wie es aussieht. Gut, das hätten wir. Also, Junos schlachten wir und die Brutmütter schlachten wir auch. Und den Rest können wir lassen. So, mir scheint es tatsächlich so zu sein, als würden wir hier jede Menge Selbstzerstörungswarnungen wieder einmal. Das ist richtig gut. Da können wir nämlich direkt mal... Wir schicken einfach mal Rita los. Vielleicht gibt es ja noch einen Durchbruch. Zack. Auf geht's, Rita. Und ob es da einen Durchbruch gibt, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Dabeisein. Vielen Dank für eure Zeit, Likes und Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.